ich bin die Eva von Evas Backparty und ich habe endlich meine ganzen Prüfungen hinter mir. Das heißt, 2 Monate Lernen haben jetzt endlich ein Ende. Ja, und für euch bedeutet das natürlich, dass ich jetzt wieder Zeit habe, Videos zu drehen. Also es wird jetzt wieder regelmäßig auf dem Kanal Videos kommen. Und ich wollte mich auch nochmal ganz kurz bedanken, dass ihr mir alle treu geblieben seid und auch für die vielen lieben süßen Nachrichten und Kommentare, die ihr mir zugeschickt habt. Das hat mich wirklich sehr gefreut. Da wollte ich mich aber nochmal kurz bedanken. Ja, und heute habe ich gleich noch eine ganz tolle Aktion für euch, denn auf YouTube ist momentan die Cake-Pop-Woche, die die liebe Kenneth Bacon ins Leben gerufen hat. Da sind natürlich noch viele andere tolle YouTuber beteiligt und die ganzen Rezepte, die verlinke ich euch am Ende des Videos und natürlich auch in der Infobox. Ja, und ich habe heute ein ganz besonderes Cake-Pop-Rezept für euch, denn wir stellen das nicht aus klassischem Kuchenteig her, sondern wir machen Cookie-Dough-Cake-Pops. Also das ist ja dieses Plätzchenteig, was man zum Beispiel aus Ben & Jerry's Eis kennt oder aus seiner Kindheit, wenn man mal vom Teig naschen durfte. Also das ist natürlich eine süße und leckere Variante. Also bei mir kommen da immer Kindheitserinnerungen hoch und ist auch wirklich total einfach gemacht. Und da wir auch keine Eier benutzen, kann man das auch ohne Bedenken vernaschen. Und dazu brauchen wir 75 Gramm zimmerwarme Butter, also die ist schön weich. 75 Gramm Zucker. Ich habe da jetzt braunen Zucker verwendet, weil der, finde ich, hat so eine leichte Karamellnote. Das mache ich total gerne. Und ich habe den aber ein bisschen in meinem Mixer fein zermahlen. Dann hat man diese Zuckerkristalle nicht so. Aber ihr könnt natürlich auch einen ganz regulären, normalen Zucker verwenden. Dann brauchen wir noch 120 Gramm Mehl. 75 Gramm gehackte Schokolade. Ich habe hier jetzt Zartbitterschokolade genommen, weil mir die besser schmeckt. Ihr könntet aber auch zum Beispiel Vollmilch verwenden. Dann brauchen wir noch 200 ml gesüßte Kondensmilch. Also ich habe hier jetzt die Milchmädchen. Und dann habe ich hier noch einen Teelöffel Vanilleextrakt. Ihr könntet auch zum Beispiel noch eine Vanilleschote mit hineingeben, also das Mark davon, oder Vanillezucker. Aber da ist das Aroma natürlich nicht so stark. Und die Zutaten, die müssen wir jetzt einfach miteinander vermengen. Zuallererst müssen wir jetzt erstmal noch die Butter mit dem Zucker zusammen schön cremig rühren. Und ich mache das jetzt heute mit meinem Stabmixer. Ihr könnt natürlich auch das mit der Küchenmaschine machen. Wenn die Butter dann schön cremig gerührt ist, dann können wir noch das Mehl hinzugeben und es kurz unterrühren. Das muss man natürlich langsam machen. Das ist jetzt noch so eine bröselige Masse und wir wollen ja aber später, dass es schön gebunden ist und deswegen kommt da jetzt dann noch die Kondensmilch hinzu und das Vanilleextrakt geben wir auch gleich mit rein. Und die Kondensmilch ist einfach unser Eiersatz, damit es dann später schön gebunden ist. Jetzt ist es natürlich noch eher so eine zähe Masse und wir geben die dann ja noch in den Kühlschrank und dann wird sie schön fest, weil die Butter fest wird und die Kondensmilch wieder fester wird und dann können wir es eben schön so Kügelchen formen. Und für den Geschmack geben wir jetzt natürlich noch unsere Schokolade hinzu und die müssen wir einfach nur kurz unterrühren. Und jetzt muss die Masse einfach noch in den Kühlschrank, damit sie fester wird. Oder ihr könnt sie kurz in den Gefrierschrank geben, da geht es natürlich schneller, damit wir dann einfach schöne Kügelchen formen können. Bei mir war die Masse jetzt ungefähr eine Dreiviertelstunde im Gefrierschrank und die Butter ist jetzt schön fest, dann kann man jetzt schöne Kügelchen formen. Und ich würde euch empfehlen, relativ kleine Kugeln zu formen, da es ja durch die Süße schon etwas mächtig ist und die kleineren, die schmecken dann natürlich besser. Und die Kügelchen, die legt ihr am besten auf so ein Backpapier. Da habe ich jetzt so einen Teller drunter gelegt, damit ihr das dann einfach später schön abnehmen könnt. Und es ist natürlich schöner, wenn ihr ungefähr gleich große Kugeln habt, dann habt ihr einfach ein schöneres optisches Ergebnis.
Ich habe jetzt alle zu Kügelchen geformt und ich habe jetzt zwei Teller herausbekommen und die müssen wir jetzt wieder schön kühlen. Also der eine Teller ist auch schon im Kühlschrank, weil es ist wirklich sehr wichtig, dass das immer gut gekühlt ist, weil wenn das Zimmertemperatur hat, wird die Butter natürlich wieder weicher und dann geht es einfach alles viel schwerer. Und deswegen immer ab in den Kühlschrank und währenddessen können wir dann aber schon mal die Schokolade schmelzen. Zum Schokoladeschmelzen habe ich mir jetzt einfach in einen Topf heißes Wasser hineingeschüttet und so ein Schmelztübelchen reingestellt. Ihr könntet aber auch so eine Schüssel reinstellen. Und da gebe ich jetzt ungefähr ein Dreiviertel von der Schokolade hinein. Und das ist auch immer ganz wichtig, dass ihr die Schokolade nicht zu heiß erwärmt. Deswegen mache ich das auch nicht direkt über den Herd, sondern lieber nur mit zu heißes Wasser, weil es dann wieder ein bisschen abkühlt. Weil die Schokolade darf einfach nicht zu warm erhitzt werden, weil sich die Kakaopuder dann drin und dann wird sie einfach später nicht schön knackig. Und die lasst ihr jetzt einfach gut schmelzen. Und wenn die Schokolade dann komplett geschmolzen ist, nehmt ihr sie heraus und gebt dann die restliche Schokolade hinzu. Das ist eben diese Impfmethode und dann habt ihr einfach später eine richtig schön temperierte Schokolade. Und dann nehmt ihr euch einen Teil von euren Kügelchen aus dem Kühlschrank. Das andere Teil würde ich immer im Kühlschrank lassen, damit sie einfach schön kalt sind. Und dann brauchen wir natürlich jetzt dann noch unsere Cake-Pop-Stiele. Falls ihr keine Cake-Pop-Stiele habt, dann könnt ihr zum Beispiel auch Schaschlikspieße verwenden oder so Eisstiele. Das funktioniert alles. Und die müssen wir jetzt einfach noch mit der Schokolade in den Kugeln befestigen. Dazu mache ich mir erstmal vorher ein kleines Loch. Und tauche dann den Cake-Pop-Stiel in die Schokolade hinein und steche dann wieder in das Loch hinein. Und da haftet nämlich dann der Cake-Pop-Stiel dann schön, wenn er trocken ist. Und das macht ihr jetzt einfach mit allen. Wenn ihr alle Stiele reingesteckt habt, dann kommen die jetzt nochmal in den Kühlschrank, damit sie schön fest und kalt sind und danach können wir sie mit der Schokolade ummanteln. Bei mir waren die Cake Pops jetzt 1 bis 2 Stunden im Kühlschrank und sind jetzt richtig schön kalt und meine Schokolade war jetzt mittlerweile schon wieder fest geworden, deswegen habe ich mir einfach hier wieder warmes Wasser hineingegeben und habe sie wieder geschmolzen. Und da kommt jetzt noch 50 Gramm gehackte Schokolade hinzu, damit wir sie wieder richtig schön temperiert haben. Und ich gebe noch 20 Gramm Palmin, also Kokosfett hinzu, dann ist die Schokolade schön dünn und dann geht es einfach viel leichter. Und jetzt habe ich hier eine richtig schöne flüssige Schokolade. Also ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, das Palmier mit reinzugeben. Und wenn ihr wollt, könnt ihr die Cake Pops natürlich auch noch ein bisschen dekorieren. Ich habe mir jetzt so weiße Schokoladenraspeln, ein bisschen Kokosraspeln und so Zuckerstreusel hergestellt, weil ich das ganz schön finde. Ihr könnt natürlich das nehmen, was ihr gerne dekorieren wollt. Da ist der Fantasie ja keine Grenzen gesetzt. Und dann werde ich die Cake Pops noch in so ein Styropor draufstecken. Das habe ich mit Alufolie eingekleidet, weil dann halten die richtig schön, dann können die richtig schön trocknen. Und falls ihr das nicht habt, könnt ihr auch einfach so ein Glas nehmen und das mit Zucker auffüllen, da halten die Cake Pops auch drin. Und die tauchen wir jetzt einfach in die Schokolade und ummanteln sie damit. Und dann nehmt ihr sie heraus und dreht sie so ein bisschen, dann geht die überschüssige Schokolade, die tropft dann einfach nach unten weg. Und dann könnt ihr sie, wie gesagt, einfach mit etwas dekorieren, einfach so ein bisschen drüber streuen. Und dann könnt ihr das in euer Styropor reinstecken. Also ihr nehmt einfach euren Cake Pop und steckt den in die Schokolade hinein. Mit einem Löffel könnt ihr dann auch noch mal ein bisschen nachhelfen, dass die Schokolade überall ist. Und dann einfach mit so einer Drehbewegung die Schokolade abtropfen lassen. Und dann müsst ihr auch relativ zügig arbeiten, da wir die Schokolade ja gut temperiert haben. Da wird sie nämlich sehr schnell fest, dass wir dann noch die Deko drauf machen können.
Und wenn ihr sie dann dekoriert habt, dann könnt ihr sie einfach ins Glas reinstecken. Oder in euren Styropor. Ihr müsst die Cake Pops natürlich auch nicht so ganz klassisch machen, dass ihr sie eben so hochkant hinstellt, sondern ihr könnt sie zum Beispiel auch, weil sie ja unten so eine flachere Seite haben, vom Auskühlen, könnt ihr sie auch einfach auf den Boden stellen und sie so trocknen lassen. Schaut auch immer ganz hübsch aus, finde ich. Meine Cake Pops sind jetzt alle fertig dekoriert und so können wir sie dann jetzt auch endlich vernaschen. Ich habe aus dem Teig ungefähr 30 Cake Pops herausbekommen. Das kommt natürlich darauf an, wie groß ihr sie macht. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, sie lieber klein zu halten, da sie ja schon relativ süß sind, da sie ja richtig lecker nach Plätzchenteig schmecken. Ich würde euch auch empfehlen, die Cake Pops immer im Kühlschrank aufzubewahren, da sie ja aus Butter bestehen und eben nicht aus Kuchenteig. Aber sie schmecken natürlich auch viel besser, wenn sie richtig schön kalt sind. Gerade wenn es jetzt heiß ist, da isst man ja lieber was Kaltes. Ich finde, es ist auch noch eine schöne Geschenkidee, falls ihr zum Beispiel so kleine Pralinen verschenken wollt, dann könnt ihr sie zum Beispiel auch ohne Stiele machen oder natürlich auch mit Stiele. Oder was ich auch total gerne mache, ist, dass ich sie in so Gläsern serviere und dann einfach eine Schleife drum binde. Das sieht auch immer richtig hübsch auf so einem Tisch aus, ist so ein süßer Hingucker. Ich hoffe natürlich, dass euch das Rezept gefällt und ich schreibe es wie immer nochmal zusammen und verlinke es unterhalb des Videos in der Infobox. Da müsst ihr einfach auf mehr Anzeigen klicken. Dort verlinke ich euch auch die ganzen anderen Kanäle, die bei dieser Woche dabei waren. Dann könnt ihr da auch mal vorbeischauen, was die so Tolles hochgeladen hat. Ich empfehle es euch auf jeden Fall. Und dann wünsche ich euch jetzt nur noch ganz viel Spaß beim Ausprobieren und bis bald. Tschüss!